kleines Mädchen! Ein kleines Mädchen! Oh, ich hab Gänsehaut am ganzen Körper. Türüberwachungskameras beschützen euch vor gruseligen Dingen. Aber was, wenn ich euch sage, dass dies nicht immer klappt? Denn wir schauen uns heute die gruseligsten Türkamera-Überwachungsvideos an, die jemals gefilmt wurden. Und glaubt mir, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da alles passiert. Schaffen wir 2222 Likes? Wir sind als erstes irgendwo in Amerika. Ach du Kacke, in einem Wohnviertel. Und ist das ein Clown? Bro, das ist Pennywise. What the f... Oh mein... Nein, Bro. Bro, da geht ein Clown an die Haustür. Alter, ist das gestört. Alter, ist das gestört. Man sieht auch klipp und klar, es ist kein Halloween, es laufen keine Kinder rum, es ist keine Bedeckung irgendwo draußen. Alter! Und danach zieht er durch. Was? Oder was würdet ihr machen, wenn ein Clown vor eurer Haustür steht? Ihr steht morgens auf, ihr guckt eure Überwachungskamera an und das ist alles, was ihr seht. Oder das ist alles, was ihr seht. Ich würde umziehen. Digga, Alexa, kauf mir ein neues Haus. Keine Ahnung, funktioniert das? Amazon, Alexa, kauf mir 5 neue Häuser. Was weiß ich, Alter. Ich hoffe, es klappt. Wir haben jetzt eine Überwachungskameraaufnahme von einer Türkamera. Mitten in einer Wohnung. Was zum Teufel, Digga? Was ist das? Diese Aufnahmen sind alle echt. Ja, es sind irgendwelche, die da wahrscheinlich einbrechen wollen, oder? What the hell, Bro? Der steht mit Hoodie zugepackt, deswegen glaube ich, dass die einbrechen wollen. Er tut... Ah, Bro, nee, die schauen, ob da jemand drin ist in dem Haus. Die schauen... Ja. Ich glaube, es sind Einbrecher. Ja, guck. Ja, er versucht aufzumachen. Oh mein Gott, ist das krank. Digga, ist das krank. Digga, ist das krank. Die warten nur, bis die Tür aufgeht und bis sie rauskommt. Ach du Kacke, das ist eins der wirklich creepiesten Dinge, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Bro. Die standen mit Kapuze auf, ne, und Cap nach unten, damit man Gesicht nicht sieht. Standen die einfach nur da. Und dann ist einer einmal zur Tür gegangen, hat versucht, diese Tür aufzumachen, aber war abgesperrt. Entweder es war jemand zu Hause oder es war einfach abgesperrt und die konnte sich aufbrechen. Bro, ich würde mich nicht mehr sicher fühlen in meinem Haus. Ich würde mich nicht mehr sicher fühlen. Warum waren die zwei aber so klein? Digga, sah das wegen der Kamera so aus? Brother, meine zwei Short Kings waren das. Digga, die zwei Short Kings versuchen einfach da ins Haus einzubrechen. What the hell, Bro? Als nächstes haben wir einen Videoclip. Es ist ein kleines Mädchen nachts alleine unterwegs. Es klopft an einem Haus. Help, please. Sagt Hilfe bitte, was? Es klopft nochmal. Sie hat irgendwas gesagt. Sie klopft weiter. Please, help. Nochmal bitte Hilfe. Ein kleines Mädchen! Ein kleines Mädchen! Was macht die nachts alleine alle draußen? Dadurch, dass sie an der Tür klopft und zu irgendeiner random Person geht, ist es ja klipp und klar, dass sie sich nicht auskennt in dieser Stadt. Ansonsten würde sie zu ihrer Oma gehen, zu irgendwelchen Freunden oder wisst ihr, wie ich meine? Sie klopft an einem fremden Haus und fragt nach Hilfe. Wo zum Teufel kommt das Mädchen her? Wurde das ausgesetzt? Wurde das entführt? Hat es sich verlaufen? Oh, ich hab Gänsehaut am ganzen Körper. Stell dir vor, das ist so ein Mädchen, was so vermisst wird, was seit einem Jahr irgendwie verschwunden ist und auf einmal klopft es da und versucht so irgendwie Hilfe zu bekommen. Wow. Wir haben eine Person im lila Hoodie und das sieht mir wieder nach Einbrecher aus. Immer wenn die Kamera und so abdecken, das ist Einbrecher. Kapuze und sowas ist immer ein Anzeichen für Einbrecher. Ja, Mundschutz auch vorne dran. Ja, und in den Jackentaschen haben die dann meistens natürlich irgendwie so Peng Peng, wisst ihr? Sie sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, wie du es aus dem Film kennst, what? Da klopfen zwei und sagen, hey, könnt ich ihr Telefon benutzen? Mein Auto ist kaputt gegangen. Bruder, wenn du die ins Haus reinlässt, dann ist vorbei. Dann ist komplett vorbei. Okay, er sagt, nee, haben wir leider nicht. Oh mein Gott. What? Ach du Kacke. Fam, die zwei haben gerade aus dieser Jackentasche, ihr wisst was, geholt. Peng, peng. Bruder, der Typ hat Tür zugeschlagen. Alter, die haben die Tür nicht aufbekommen, deswegen sind die dann weggerannt, weil die gepanikt sind. Wären die ins Haus reingekommen, ne? Dann wäre vorbei gewesen. Die haben ja ihre Gesichter gezeigt und so. Das ist meistens, also, wow. Alter, was geht ab? Das sind alles Aufnahmen in Amerika. Bro, was zur Hölle passiert da alles? Diese Überwachungsaufnahme soll super creepy sein, denn wir sehen jemanden, der auf allen Vieren ohne T-Shirt zu einer Tür geht, versucht die aufzumachen. Die äußere Tür geht auf, das Mückengitter, aber dann kommt er nicht ins Haus rein. Und danach geht er wieder weg. Brother.
What? Oder er läuft auf allen Vieren. Warum zum Teufel läuft er auf allen Vieren? Denkt er, er ist Spider-Man? Denkt er, er ist Peter Parker? Lasst mich in euer Haus rein! Sonst mache ich überall Spinnen! Guckt euch das an, Digga. Also, I don't know warum. Auf allen Vieren. Vielleicht hat er irgendwelche Substanzen genommen. Ich weiß es nicht. Oder ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Alright, das ist anscheinend die Perspektive vom anderen Haus. Da hinten seht ihr den Mann, wie er versucht aufzugehen, reinzugehen, Licht ausmacht und danach ist er wieder runtergegangen. Also das ist jetzt das Nachbarshaus, was das auch gefilmt hat. Schau, und jetzt geht er wieder. Unglaublich creepy, ne? Okay. Wir sind jetzt wieder bei einem neuen Haus und eine Frau läuft dahin. Und sie dreht sich um und sieht irgendwie aus, wie wenn sie verfolgt wird. Sie klopft. Okay, sie rennt eindeutig vor irgendwem weg. Sie ist leicht am Weinen. Sie sagt, bitte. Da hinten ist irgendwie eine Lampe an. Habt ihr das gesehen? Sucht da jemand? Warte mal. What? Sie versteckt sich immer noch am Haus hier? Sie versteckt sich hinter einer Säule. Vor wem rennt sie weg oder vor was? Vor wem oder was rennt sie weg? What? Vor wem oder was läuft sie weg? Jetzt kommt ein Auto. Steigt sie da ein? Das haben wir jetzt nicht gesehen. Bro, okay, warte. Man hat gesehen, das ist echt eine Frau weggelaufen. Kann natürlich sein, dass sie von zu Hause weggelaufen ist. Dass sie irgendwie weggelaufen ist vor, weiß ich nicht, sie ist auf einem Tinder-Date gewesen und das ging in die falsche Richtung und sie ist weggerannt. Kann aber natürlich auch wieder sein, dass die irgendwelche Substanzen genommen hat. Man weiß es nicht. Kann auch sein, dass sie Geister gesehen hat. Dass da irgendeine Kreatur war. Was weiß ich, Siren Head. Keine Ahnung. Egal, was sie gesehen hat, es hat ihr so viel Angst gemacht, dass sie bis zu einer Tür weinend rennt und versucht, da irgendwie ins Haus reinzukommen und wie in Fortnite sich hinter irgendwelchen Gegenständen versteckt. Für Fortnite. Was zur Hölle sind das für Videos? Wir haben jetzt jemanden, der versucht einfach einzubrechen. Stell dir vor, du hörst nachts so Bummgeräusche. Bruder, und das ist die Aufnahme, die du am nächsten Tag siehst, wie jemand versucht, bei dir einzubrechen und gegen die Wand haut. What? Okay, der sieht schon aus wie irgendein Gangster. Er klingelt. Er hält irgendeine Zeitschrift in der Hand. Er schaut rum. Er sieht ein bisschen verwirrt aus, ne? Ja, ich glaube, dem geht's nicht ganz gut. Guck mal, wie der rumguckt. Der ist ein bisschen verstört. Ja, okay. Ich glaube, irgendwas stimmt bei ihm nicht. Er fasst die Decke an. Okay, er ist bestimmt auf irgendwas. Ja, ja. Safe, safe, safe. Boah, Alter, ich wüsste nicht, was ich mache, wenn ich das... Also, ich glaube, wenn ich da wohnen würde, bräuchte ich auch eine Türkamera. Nächste Aufnahme. Oh mein Gott, da krabbelt jemand. Oder ist das creepy? Da krabbelt jemand. Da krabbelt jemand. Ist das eine Kreatur? Ist das ein Mensch? Was ist das? Irgendwas krabbelt da. Boah, ich würde mich einkacken, Digga. Ah, für mich packt das Ganze nicht mehr. Alter, wie soll ich heute Nacht schlafen? Ich werde die ganze Zeit träumen davon, dass irgend so jemand oder sowas an meinem Haus da klingelt. Wir haben eine Frau. Ach du Kacke, die erinnert mich irgendwie an den Clown vom Anfang. Sieht alles so gleich aus. Stell dir vor, die Frau war unter der Clownsmaske und jetzt hat sie die abgezogen. Und jetzt ist sie wieder... Bro, die sieht aus, wie wenn sie eine... After a few more seconds, the woman finally attempts to ring the doorbell, but seemingly can't bring herself to do it for whatever reason. Okay, sie traut sich nicht, die Tür zu klingeln. Das sieht aus wie irgend so eine Hexe oder sowas, ne? Boah. Die sieht Geister. Die sieht Geister, das sag ich euch, wie es ist. Die sieht Geister. Das ist so eine, die beschwört irgendwelche Dinge nachts auf dem Grab, auf dem Friedhof. Boah, Digga, Alter, ist das creepy. Die klingelt halt einfach nicht.
Lass mich raten, jetzt geht sie weg. Danach schneidet die Footage einfach ab. Danach ist die Footage einfach nur vorbei. Leute, das waren die gruseligsten Türkamera-Videos, Alter. Wenn ihr Angst hattet, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video. Bitte schickt mir nie wieder sowas. Bis morgen. Tschüss.